Herzlich willkommen zum Gottesdienst, den wir heute hier aus der Lutherkirche senden, am ersten Sonntag nach Epiphanias. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist der Spruch für die kommende Woche und ein Wort, das uns auch hier im Gottesdienst ein wenig begleiten wird, der Frage, was heißt das eigentlich, wenn uns der Geist Gottes treibt, wenn wir uns daran orientieren und davon erfüllen lassen. Ja, was bedeutet das für die Gestaltung unseres Lebens? Dem werden wir ein wenig nachgehen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind hier, weil wir auf den Gott vertrauen, der Himmel und Erde geschaffen hat und der das, was er geschaffen hat, niemals fallen lässt. Im Namen Gottes sind wir hier, im Namen des Heiligen Geistes. Wir wollen uns von ihm erfüllen und auch treiben lassen. Wir erinnern uns, wessen Geistes Kind wir sind. Jesu Geist soll unter uns sein und in uns. Von diesem Geist wollen wir uns tragen und leiten lassen. Aber wohin? Die Seligpreisungen Jesu, die bringen das auf den Punkt. Er hat gesagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir beten, Gott, selig sind die, die Frieden stiften, die barmherzig sind, so wird es uns gesagt.
Aber in unserer Welt geht es ganz anders zu. Da wird Hass geschürt, da wird aufgewiegelt, werden Menschen benutzt. Da geht es um die eigene Macht. Da geht es nicht barmherzig zu. Der Geist, der vieles in dieser Welt bestimmt, ist der Geist der Gier, der Unmenschlichkeit, des Egoismus und des Fanatismus. Das haben wir gerade wieder in erschreckender Weise gesehen beim Sturm auf das Kapitol. Gott, wir sind hier mit unseren Ängsten und mit unseren Sorgen. Wir sind hier auch mit unseren Zweifeln, ob denn überhaupt ein anderer Geist in dieser Welt Raum finden kann. Wir bitten dich, lass uns nicht resignieren, sondern uns neu auf deine Kraft besinnen, mit der du unter uns gegenwärtig bist, mit der du uns auch begabst, als deine Töchter und Söhne, als die du uns angenommen hast, Geschwister in und durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Die Lesung am heutigen Sonntag steht in Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Römer im Kapitel 12 in den Versen 1 bis 8. Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer das anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute ist irgendwie wie eine kalte Dusche. Vor wenigen Tagen war, zumindest am Rande, wenn man dem Kirchenjahreskalender gefolgt ist, noch einmal kurz etwas von Weihnachten zu hören und zu spüren. Am 6. Januar war Epiphanias, das Erscheinungsfest oder Fest der Heiligen Drei Könige. Ich weiß nicht, wie viel Sie dieses Jahr davon mitbekommen haben, sonst war es ja schon mal so, dass man in diesen Tagen Kinder auf den Straßen sah, die als Könige verkleidet waren, die von Haus zu Haus zogen, die Sternsinger. Auch das ist in diesem Jahr ja leider etwas anders. Mir wurde der Sternsinger Türsegen freundlicherweise in den Briefkasten geworfen. Aber gut, irgendwie ist es vielleicht doch noch ein Hauch von Weihnachten da. Der Stern noch nicht ganz aus dem Blick verschwunden, auch wenn alles anders war an diesem Weihnachtsfest. Und vielleicht ist doch noch etwas von der tröstlichen Botschaft in der Luft, dass Gott in die Welt gekommen ist, dass er nicht weit weg ist, sondern ganz nah mitten unter uns und dass ihm so viel an uns liegt, dass er tatsächlich alles für uns einsetzt, für unser Leben, unsere Zukunft. Eine Botschaft, die gut tut. Und dann kommt Paulus und gießt ein Vokabular über uns aus, das einfach erstmal ernüchtert. Das fängt gleich beim Ermahnen an. Da bin ich ja schon gewarnt. Achtung, Moralpredigt. Und dann so Begriffe wie Hingeben und Opfer. Ich gehe da sehr schnell auf Abwehrhaltung. Eine Aufforderung, Opfer zu bringen? Haben wir nicht in der letzten Zeit schon genug Opfer gebracht? Opfer, das hat doch etwas mit Verzicht zu tun, oder? Diese Pandemie, die fordert doch wohl genug Opfer ab. Einschränkungen an so vielen Stellen, Kontaktverbote, Ausgangsbeschränkungen, Verzicht auf Feiern. Da sind Berufsgruppen, die immense Opfer bringen müssen, die weit über ihre Grenzen belastet sind. Die Zahl der Corona-Erkrankten ist immens hoch und fordert den Beschäftigten in den Krankenhäusern wirklich alles ab. Und die Zahl der Toten ist erschreckend hoch. Die Pandemie fordert Opfer. Und auch an anderen Stellen gibt es Opfer. Die Machtgier eines amerikanischen Präsidenten hat Opfer gefordert. Wir sind alle, denke ich, noch schockiert angesichts der Ausschreitungen am und im Kapitol. Fanatismus, Nationalismus, religiöser Wahn, all dem fallen Menschen immer wieder zum Opfer. Und jetzt ein Gott, der Opfer von uns fordert? Wie passt denn das zu der Botschaft von Weihnachten? Nun, eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Und vielleicht führt uns dieser Begriff ja auch ein Stück weit in die Irre.
Manchmal hilft es ja, wenn man schaut, wie andere, außer Luther, diese Verse von Paulus übersetzt haben, die ja ursprünglich auf Griechisch verfasst wurden. In einer anderen Übersetzung, der Neuen Genfer Übersetzung, beginnt der Text: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Tja, das klingt schon ein wenig anders, auch wenn da immer noch vom Opfer die Rede ist. Aber mir wird jetzt etwas deutlicher, worum es hier eigentlich geht. Wir haben Weihnachten gefeiert. Wir haben da wieder einmal etwas gehört und gesehen, was schwer zu fassen und zu begreifen ist. Wir haben Staunenswertes über Gott erfahren, ein Gott, der uns Zeit, Energie und alle Kräfte opfert, der sich unserer immer wieder erbarmt, was auch immer wir erleben oder auch anrichten in der Welt. Und wir haben Staunenswertes über uns selbst erfahren, wie wichtig wir offenbar sind, welche überraschende Bedeutung wir für diesen Gott haben. Wir haben die Botschaft neu gehört, die jedem Einzelnen von uns bei der Taufe gesagt und mitgegeben wird, dass Gott unser Leben teilt und trägt und in allem an unserer Seite steht. Und jetzt, nach Weihnachten, stellt sich die Frage: Was mache ich eigentlich mit dieser Botschaft? Bewegt mich das in irgendeiner Weise? Hat das, was ich da gehört und gesehen habe, irgendwelche Auswirkungen? Beeinflusst mich das in der Art, wie ich lebe, was ich tue oder auch lasse, wie ich mit mir oder mit anderen umgehe? Ich ermahne euch, beginnt der Text in der Übersetzung von Martin Luther. Man kann aber auch übersetzen: Ich ermutige euch. Ich ermutige euch, euch ganz auf diese Botschaft einzulassen, euch auf diesen Gott einzulassen, der sich so für euch einsetzt. Ich ermutige euch, diese Botschaft nicht nur zu hören, sondern auch in euch hineinzunehmen, in euch wirken zu lassen und daraus zu leben, mit Leib und Seele, im Reden und Handeln. Ich ermutige euch, euch von seinem Geist erfüllen und bewegen zu lassen. Gut, aber wenn das Mut braucht, dann trägt das offenbar auch Risiken in sich. Traue ich mich? Was könnte denn passieren? Was würde es denn bedeuten, sich darauf einzulassen? Weihnachten quasi tatsächlich wirken, nachwirken oder einwirken zu lassen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich nehme mal noch einmal die Genfer Übersetzung zur Hand. Ja, es könnte bedeuten, dass ich einen anderen Blick gewinne, dass ich anders auf die Welt schaue, dass ich andere Maßstäbe anlege, dass ich andere Kriterien anwende, um etwas oder jemanden zu beurteilen, dass mir andere Werte wichtig werden, dass sich verändert, was ich für wichtig oder weniger wichtig halte. Es könnte sein, dass mein Blick auf das, was in dieser Welt geschieht und wie wir in der Welt leben, mit der Welt und miteinander umgehen, kritischer wird. Dass ich nicht mehr bereit bin, das, was ist, einfach so hinzunehmen. Dass ich mich nicht mehr damit abfinde, dass es Menschen zweiter oder dritter Klasse gibt. Dass Menschen ausgegrenzt werden, weil sie anders sind, nicht in festgelegte Normen passen. Dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und in überfüllten Flüchtlingslagern zugrunde gehen. Es könnte sein, dass ich nicht mehr daran glaube, dass der Wert eines Menschen berechenbar ist. Dass es der Erfolg ist, der ein Leben krönt, und dass sich jeder selbst der Nächste ist. Es könnte sein, dass ich mit diesem Denken anecke, dass ich manchen mit diesen anderen Maßstäben störe. Es könnte sein, dass ich hier und da damit gegen den Strom schwimme, was mühsam sein kann und Kraft kostet.
Es ist ja leichter, im Großen und Ganzen mitzuschwimmen und nicht aufzufallen oder Beifall von vielen zu bekommen, weil ich etwas sage oder lebe, was dem Mainstream entspricht und gut ankommt. Aber wenn ich das wirken lasse, wachsen lasse, was Weihnachten verkündet wird, dann werde ich vielleicht fragen, ob es das wert ist, ob ich diesen Beifall, diese Anerkennung wirklich brauche. Kritischer werde ich womöglich, aber auch hoffnungsvoller. Weil ich mehr sehe als das, was ist, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen, weil ich neben den eigenen die Spuren Gottes sehe mitten unter uns. Mancher wird das naiv denken. Und darin mag ich auch bei anderen vielleicht nicht gut ankommen, werde ich vielleicht belächelt. Es könnte sein, dass ich mich selbst neu sehe. Und das kann zunächst auch nicht so einfach sein. Es kann sein, dass ich enttäuscht bin, weil ich mich auf einmal nicht mehr verkläre, weil ich mir selbst nichts mehr vormache, denn das muss ich dann nicht mehr. Ich sehe mich selbst vielleicht kritischer, selbstkritischer, nüchterner, mit meinen Fehlern und Schwächen. Aber ich werde es aushalten, weil ich weiß, dass das zu mir gehört, aber nicht meinen Wert ausmacht, der nicht zu beziffern ist, als Kind Gottes, das ich bin, so wird mir gesagt. Es könnte sein, dass ich andere neu sehe, dass mir in neuer Weise bewusst wird, dass ich ein Teil eines großen Ganzen bin, Teil der Schöpfung, Teil des Lebensgeflechts, Teil einer Menschheit, Teil einer Gesellschaft. Eins, verbunden mit anderen. Ich nicht allein für mich, sondern mit anderen da und auch für andere. Dass ich andere brauche und mich andere brauchen. Dass ich für andere ebenso Verantwortung trage wie für mich selbst. Dass wir erst in der Vielfalt einen Organismus bilden, der lebensfähig ist, zukunftsfähig, weil er sich erst so richtig entfalten kann und wirklich lebendig sein kann. Paulus möchte offenbar das Bild vom Körper, vom Leib, den wir gemeinsam bilden, immer wieder auch vor Augen führen. Jeder daran an diesem Leib mit seinen besonderen Gaben. Er mochte dieses Bild. Es ist wie mit unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden, von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Das gleiche Bild hat er auch in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth gebraucht. Ein Bild, das man unterschiedlich aufnehmen kann. Mancher mag es als Degradierung sehen, nur als Teil eines Ganzen gesehen zu werden. Der andere mag es als Entlastung sehen. Ich muss nicht alles können. Wie gut, dass es andere gibt, die Fähigkeiten haben, die ich nicht habe und die mich so ergänzen können. Und wieder ein anderer staunt vielleicht. Ich? Ich soll begabt sein? Und das, was ich kann, ist wichtig? Was für eine schöne Vorstellung. Ich ermutige euch, euch ganz auf Gott einzulassen, nicht nur über ihn zu reden und Geschichten von ihm zu erzählen, wie Märchen, in denen man sich aus der Welt hinwegträumt, sondern euren Glauben zu leben, ihm im Alltag Hand und Fuß zu geben, ihn im Alltäglichen wirken zu lassen, sichtbar werden zu lassen, da wo ihr seid, mit euren Möglichkeiten, Fähigkeiten, mit eurem Verstand, eurem Denken und Fühlen. Lasst Gott quasi bei euch einziehen, wohnen, als jemanden, der euer Gesprächspartner ist, der euch berät in euren Entscheidungen, mit dem ihr euch austauscht, der euch neue Einsichten schenkt, der bei euch reinreden darf wie ein Freund, nach dessen Ansicht und Rat ihr fragt. Wenn ihr das tut, dann ist das eigentlich Gottesdienst, sagt Paulus. Gottesdienst feiern wir nicht nur in der Kirche. Das auch. Das ist wichtig, denn das tut gut und das gibt Kraft. Aber Gottesdienst findet vor allem dann auch im Alltag statt. Jeden Tag. Die Weihnachtszeit geht zu Ende. Was machen wir mit dem Kind im Stall? Lassen wir es dort in der Krippe liegen und sagen, nächstes Jahr Weihnachten besuchen wir dich wieder? Oder nehmen wir es mit in dieses Jahr hinein, ihn, diesen Gott, der ja gekommen ist, um mit uns mitzugehen, um bei uns einzuziehen?
Hab Mut, sagt Paulus. Ja, ihn mitzunehmen verändert und bringt wohl auch manche Herausforderung mit sich. Es stellt neu in die Welt, mit neuem Blick auf die Welt, auf uns und auf andere. Habt Mut. Trauen wir uns? Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Barmherziger Gott, Weihnachten verblasst. Das Licht, das da aufgestrahlt ist in der Nacht, schwindet langsam. Die Botschaft, dass du in die Welt gekommen bist, wird leiser und schon wieder lautstark von anderem übertönt. Gott, lass uns Weihnachten nicht ganz aus den Augen verlieren. Gott, lass das Licht von Weihnachten immer wieder neu aufblitzen und hilf, dass uns die Botschaft von Weihnachten einleuchtet, dass sie uns auch nach Weihnachten berührt und wir uns von ihr bewegen lassen. Wir bitten dich, dass wir dir und deinem Geist in unserem Leben Raum geben, dass wir uns von dir leiten lassen, damit wir menschlicher werden, damit wir barmherziger werden, damit wir den Frieden suchen, damit wir lernen, miteinander zu leben und nicht gegeneinander. Gott, schenke uns Mut, dass wir uns auf deine Wege einlassen, dass wir es wagen, auch wenn es sein muss, gegen den Strom zu schwimmen und neue Wege einzuschlagen. Amen. Wir beten, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wollen wir gehen in den Tag, in die Woche, in die kommende Zeit mit Gottes Segen, der Zusage, dass er uns auf unseren Wegen begleitet und mit seiner Kraft für uns da ist.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.